So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich mit diesem Hauch von Elend da hinten weiter. Nein, Spaß. Wir beschäftigen uns tatsächlich mal wieder mit dem Roller. Und zwar, wir waren ja neulich bei Paule PC Tuning und da habe ich den Jan kennengelernt. Eigentlich ein guter Kumpel von Benny. Warst auch mit. Ich weiß nicht, ob man vielleicht gesehen hat im Hintergrund irgendwo, weil du bist, wie man sieht, eigentlich Simson-Fan. Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen. Ne? Das Ganze machst du ja allerdings, muss man gleich sagen, nur hobbymäßig. Jo. So, und eigentlich, als wir das letzte Mal diesen Roller abgestimmt haben, jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was wir bei Benny gedrückt hatten. 40 wäre es? 42? Irgendwie so die Richtung, ja. So in die Richtung. Ja. Da kam natürlich von vielen das Veto, dass das ja auf dem Prüfstand eigentlich gar nicht gehen würde und so weiter. Und so sind wir eigentlich hier ins Gespräch gekommen, weil Jan angeboten hatte, du würdest dir das Ganze gerne mal angucken, weil du dir hier tatsächlich einen eigenen Prüfstand gebaut hast. Ja. Der speziell für zwei Räder gedacht ist. Mhm. So, ein paar Simson-Auspuffe haben wir auch. Sieht fast aus wie bei Paule. So ähnlich, ja. Das heißt, die hast du auch schon alle getestet? Also ja. Test ist auch richtig? Ja, ja, viel Auspuffanlagen ist ja mit das Wichtigste am Zweitaktmotor überhaupt. Ja. Dementsprechend muss man natürlich ein paar Anlagen mal da haben, um probieren zu können. Ne? Ich finde es immer wieder brutal, fährt man hier irgendwo hinter Hameln. Wir dachten, es wäre direkt bei Benny, war dann doch ein bisschen weiter um die Ecke. Und dann gibt es halt doch wirklich diese Simson-Schrauber, ne? Die halt einfach diesen Markt so riesig machen. Ja, ne? Ja, ist brutal, die Szene ist riesig. Ne? Also heftig. Jede Menge Tuner. Okay. So. Okay, was schlägst du vor? Also wir haben es schon zerlegt hier, keine Angst, ist heile, fast heile. Ja. Erstmal grundsätzlich deine Einschätzung, 40 PS mit dem Setup? Also ich muss sagen, in dem Roller-Business bin ich jetzt nicht so drin, ich weiß nicht genau, was leistungsmäßig geht. Aber Fakt ist, wir haben ja schon mal eine Eingangsmessung gemacht, da kamen 31 PS am Rad, glaube ich, raus. Mhm. Also ich kann dir nur Radleistung messen. Jetzt auch mit dem letzten Setup, Bevor wir... Also nachdem wir bei Benny waren, ja. Bevor du den Zylinder gezogen hast. Richtig. Was war? 51? 31, okay. Ja. 31 ist natürlich, das müssen wir fast rausbieten. Machen wir aber nicht, weil ist halt so. Ne? Ja. Ich bin immerhin schon mal stolz, dass der Roller überhaupt überlebt hat so lange. Weil Marius, der ja auch noch die Zweitakterzeiten kennt, das Ding ist ja eigentlich schon immer so... Das einmal Gas geben kann das letzte Mal sein, so kennen wir das zumindest. Ne? Mhm, und ja. Er ist immerhin auf dem Hof gefahren. Ja. Okay, jetzt habe ich unterbrochen. 31 PS Eingangsleistung? Ja. Dann haben wir gesagt, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich hatte dann auch mal mit dem Tobi von PMR gequatscht, der ja diesen schönen Auspuff gebaut hatte. Das brutale Ding, ich habe die Tröte schon fast wieder vergessen, Alter. Ja. Und ja, dann war erstmal Fakt eigentlich, den Zylinder zu ziehen und erstmal zu gucken, was uns da drin überhaupt erwartet. Weil keiner wusste, was das Ding jetzt für Steuerzeiten hat vom Zylinder her, ob der schon geportet ist etc. Das heißt, da musste natürlich erstmal nachgeguckt werden. Ne? So, jetzt müssen wir die Leute einmal abholen. Basis SKR 125, Malossi Zylinder, ja. Langhub-Kohlwelle. Genau, 55 mm Hub, 110 mm Pleuellänge, dementsprechend ist da eine Distanzplatte drunter. Original, soweit ich es gelesen habe, hat der Roller... 52 mm Hub bei einem 105 mm Pleuel. Mhm. Also Langhub-Variante dementsprechend, ich glaube, knapp was über 180 Kubik. Und jetzt muss ich auch ehrlich sagen, ich musste gerade erstmal nachfragen, ob das tatsächlich der Kolben ist. Wobei Marius und ich und ja natürlich bei diesem Fahrzeug schon einmal einen Kolben gesteckt haben, weil es ist ja nicht der erste Zylinder. Ja. Aber so groß hatte ich ihn auch schon lange nicht mehr. 65 mm, ja. Also so groß sind die Simson-Kolben. Das ist ja, das ist schon fast Abarth-Kolben hier, ne? Mhm. Krass. Okay, also du sagst, 31 PS muss auf jeden Fall mehr gehen. Ja, definitiv. Das heißt, irgendwo muss noch was nicht passen. Ja, also wir haben schon mal, ich habe hier ein vergleichbares Setup auf der Rolle mal gehabt, allerdings mit kleinem Vergaser und Original Membran, da kam schon 30 PS am Rad. Mhm. Ne? Und jetzt mit dem riesen Vergaser, mit der super Membran da drin und dem Auspuff, wenn sonst alles passt, muss da locker 35 kommen eigentlich. Ne? Okay, also du sagst, Potenzial ist da. Ja. Das ist schon mal gut. Aber Potenzial, dass wir Bennys Messung nochmal steigern oder nur, dass wir da landen mit Glück? Gut, weil 31 zu 40 ist ja schon, ja, das sind ja Quantensprünge im Roller-Bereich. Auf jeden Fall, aber bei Benny habt ihr natürlich auch Motorleistung gemessen. Mhm. Das ist immer. Hat das von 31 Rad? Genau. Ah, okay. So. Und Motorleistung beim Roller zu messen sowieso macht man eigentlich nicht. Thematik, wir haben ja eine Variomatik mit einem Keilriemen. Hast du immer Schlupf. Das heißt,
Ich habe mal was gehört von wegen 20% Verlust allein durch den Antriebsstrang. Mhm. Das heißt, soweit ich weiß, gängig in der Szene immer Radleistung. Also, guter Jungs. Bei Benny war es ja so, dass er dann also der misst ja auch am Rad eigentlich und rechnet dann ja die Verlustleistung oben drauf, um auf den Motor zu kommen. Und klar, da könnten wir jetzt natürlich nochmal gucken, was dabei rauskam, aber da wird wahrscheinlich irgendeine wilde Zahl. Ja. Zumal die Rolle da ja wirklich über 2 Tonnen wiegt. Meine hier wiegt es 400, ist auch schon für so einen Moppe-Prüfstand schon recht... Die wiegt 400? Ja, 400 Kilo. Ja. Krass. Schon groß ist, da gibt es auch deutlich kleinere Dimensionen. Ja, da kann man schon ein bisschen was mit messen. Okay, das heißt, haben wir verschiedene Versionen? Also können wir das Ganze jetzt, ich sag mal, auf Safe oder auf alles, was geht machen? Oder können wir eh nur alles, was geht machen? Also ich sag mal so, ich berufe mich da jetzt auf Erfahrungswerten von anderen in Richtung der Steuerzeiten, die wir jetzt fahren wollen. Da sind wir sowieso schon relativ nah dran. Mhm. So ein, zwei Kleinigkeiten gibt es noch zu optimieren. Ich habe im Vorfeld jetzt natürlich schon mal geguckt, Steuerzeiten vermessen, Kopf ausgelittert, wo wir da sind. Und das ist schon grenzwertig alles. Also viel ist da eigentlich nicht mehr zu holen. Es wird dann mehr Abstimmung etc. sein. Ne? Ja. Also wir können uns das Ganze ja mal angucken. Also hier, das ist unser Zylinder. Hier ist die besagte Platte drunter. Ja. Dass der ganze Zylinder einfach höher kommt. Passend in dem Fall, fährt man die Platte mit dem mehr Hub oder mit dem längeren Pleuel? Durch das längere Pleuel. Durch das längere Pleuel, okay. Hauptsächlich deswegen, ja. Krass. Und dann ja, ja klar, der Zylinder sieht natürlich schon krass aus, ne? Naja, die sind also, von der Basis mega, da kann man... Wenn man sich das alles so anguckt, wie filigran das schon alles geschliffen ist. Riesenauslass, wenn du hier so reinfilmst. Man könnte da jetzt zum Beispiel noch Nebenauslässe reinmachen, weil du kannst den Auslass ja nur begrenzt breit machen, weil irgendwann der Ring einfedern würde, ne? Okay. Das kennt man vom Viertaktmotor jetzt natürlich gar nicht, weil da halt einfach keine Kanäle im Zylinder sind, ne? Also man ist beim Zweitakt da immer begrenzt von den Kanalbreiten durch die Thematik Ring kann in den Kanal einfedern und kaputt gehen, sag ich mal. So, wenn du hier jetzt reinfilmst, siehst du die beiden Kolbenringe und wenn dieser Kanal zu breit wird, ist irgendwann der Radius so groß, dass der Ring da reinfedert und kaputt geht. Ja. So, und das heißt, Nebenauslässe würdest du dann hier jetzt links und rechts von dem Auslasskanal nochmal wieder reinführen? Richtig. Nur überhalb der Überströmer natürlich, weil das eigentlich sowieso der Bereich ist, wo wir unser Altgas raushaben möchten, um dann keine Vermischung von Frisch und Altgas zu haben, was in der Praxis aber dennoch passiert. Das kriegst du. Ja, das ist halt das Krasse jetzt beim Zweitakter. Jetzt haben wir gerade die ganze Zeit über Nockenwellen beim Viertakter gesprochen. Das gibt es hier jetzt ja gar nicht. Das heißt, wir können jetzt hier, glaube ich, mal ganz gut überhaupt erklären, was bei dem Zweitakter überhaupt los ist. Fangen wir besser im oberen Totpunkt oder im unteren an? Fangen oben an. Oben ist einfach, ne? Geht es eigentlich direkt los, kurz vor OT, je nachdem, wird gezündet. Mhm. Kolben geht runter durch die Verbrennungsenergie. Gibt es einen richtigen Zündzeitpunkt? Also der ist richtig definiert? Ja. Okay. Wie ich bei der Zündung jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass das wirklich ein statischer Zündzeitpunkt ist. Kann man aber ganz leicht feststellen, indem wir die Zündung dann vorher einmal abblitzen und gucken, ob sich die Markierung, die wir dann setzen, verstellt über die Drehzahl. Mhm. Okay, Kolben ist oben, es wird gezündet. Jawohl. Kolben geht langsam runter. Genau, dann öffnet sich als erstes der Auslasskanal hier. So, das sind jetzt auch die besagten Steuerzeiten. Genau. Das heißt, jetzt die Gradzahl jetzt gerade von der Kurbelwelle ist quasi dann der Punkt, wo der Einlass aufgeht. Aufgeht, aber im Prinzip die Steuerzeit ist jetzt der Bereich einer ganzen Kurbelumdrehung, anteilig von den 360 Grad, wie lange der Kanal offen ist. Mhm. So, wir waren jetzt gerade am Einlass, das heißt, ich drehe einmal, dann sieht man das ein bisschen besser. Kolben geht runter. Genau, öffnen dann die Überströmkanäle nach dem Auslasskanal. Mhm. Da kommen wir dann zu der Thematik, was ich gerade schon sagte. Man möchte natürlich möglichst, dass das Altgas vorher aus dem Zylinder raus ist. Achso, okay. Dann müssen wir doch nochmal so umdrehen. Dann ist es schon so, dass Verbrennung. Jetzt sieht man mal, wie kurz bei einem Zweitakter eigentlich nur die Verbrennung ist. Ja. Weil ab hier öffnet sich schon der Auslasskanal. Das heißt, sobald der Kolben hier steht, muss die Verbrennung eigentlich schon vollständig durchgeführt sein, weil ab da ist natürlich jeglicher Druck mehr oder weniger im Brennraum weg, weil halt Kanal aufgeht und es geht in den Auspuff. Ganz genau. So, und dann irgendwann kommt der Punkt, wenn wir hier unten reinfilmen, Auslass ist erst gerade mal, ich sag mal, vielleicht 2/3 auf, ne? Mhm. Wo die Überströme aufgehen. Genau.
Das ist dann der sogenannte Vorauslassbereich, der Bereich, in dem der Auslasskanal offen ist, bevor die Überströme aufmachen. Und dieser Bereich darf nicht zu klein sein, weil dann ist halt die besagte Thematik der Durchmischung zu groß. Mhm. Wenn der Bereich natürlich zu groß ist, dann hast du ein sehr, sehr großes Loch vorm Resonanzbereich. Mhm. Weil der Auslasskanal, wie du gerade schon gesagt hast, wenn der früher aufgeht oder sehr früh aufgeht, ist der Druck im Zylinder schneller weg und die Verbrennung kann nicht so effektiv auch durchgeführt werden. Ne? Das heißt, durch die Birne von Auspuff ist der Druck so hoch im Auspuff, dass er quasi gegenhält? Oder wie wird man das erklären? Gut, Thematik Auspuff ist dann ja nochmal eine ganz andere Geschichte, sage ich mal, mit den Schwingungen, die dann im Auspuff stattfinden. Da können wir gleich eigentlich nochmal darauf zurückkommen, wenn der Kolben dann wieder hochgeht, nachdem er unten war. Okay, aber Vorauslass, das ist auch die Thematik, wo dann manche Zweitakter eine Außersteuerung haben. Mhm, genau. Das heißt, weil diese Thematik, wo noch nicht genug Druck oder Schwingung im Krümmer ist, macht man den Auslass kleiner. Okay, das heißt, das sind dann die Modelle, wo im Auspuff hier so ein Schieber steckt zum Beispiel. Jeder kennt es von der RS125 damals, den man einfach nach oben zieht, gerade macht, rausfräst, blank macht, wie auch immer. Dann gibt es ja, glaube ich, von Yamaha ein System mit einer Walze. Mhm. Okay, das heißt, da sitzt dann mehr oder weniger hier im Auslass ein Schieber, der diesen Kanal einfach künstlich wieder kleiner macht im unteren Drehzahlbereich. Genau, das fördert dann halt den unteren Drehzahlbereich vor der Resonanz des Ausrufs. Ja. Okay, das heißt, Kolben geht weiter runter, Überströmer sind jetzt auf, es strömt in dem Moment schon volles Ballett rein. Genau. Gleichzeitig ist natürlich der Auslasskanal offen und das Frischgas kann natürlich auch durch den Auslass mit entweichen. Mhm. Deshalb ist die Spülung der Kanäle auch sehr wichtig. Die A-Strömer, die man jetzt hier zum Beispiel sieht, die haben immer einen Winkel Richtung Einlassseite gewandt hin, damit die nicht direkt den Auslasskanal reinspülen. Ah. So, jetzt muss man einen kleinen Punkt noch dazu sagen. Bei einem Viertakter würde jetzt theoretisch erstmal gar nichts strömen, weil es ist ja eigentlich gar kein Sog im Zylinder da, um in den Motor was reinzusaugen. Deswegen ist es beim Zweitakter so, dass der das gesamte Gemisch schon unten im Kohlwellenraum hat und schon einmal vorverdichtet. Genau. Und es dadurch reingedrückt wird. Ne? Siehst du, wird noch richtig technisch hier heute. Das heißt, theoretisch in dem Moment seht ihr hier die Kanäle, die haben wir schon gezeigt. Das ist der Kurbelraum, wo die Kurbelwelle durchgeht. Und da ist halt eine Umdrehung schon Gemisch angesaugt und dann quasi einmal verdichtet, dass es da reingeht. Kann man ungefähr eine Zahl sagen, wie stark das verdichtet ist, was da so an Druck herrscht? Das kann ich nicht sagen. Müssen wir Ladedruckanzeige anschließen. Ja. Aber so eine Runde neben den Lenker. Ja, nee, da kann ich jetzt nichts genau zu sagen. Hängt dann natürlich auch davon ab, wie groß oder wie groß das Volumen des Kurbelwellengehäuses ist. Guck mal, wir zeigen das mal einmal hier. Ja, kann man machen. Mal einmal den Lappen hier raus. So, hier sieht man das grob mit Bennys dezenter Ansaugung. Also es strömt wirklich von unten hinter die Kohlwelle eigentlich und wird dann durch die Drehbewegung von der Kohlwelle mit den geschlossenen Wangen da drin einmal komprimiert. Ja. Ist also theoretisch fast wie so ein Rotationskolben. Ne? Also saugt an und dreht sich dann weiter und komprimiert das Ganze ein bisschen. Beziehungsweise er spült ja jetzt direkt von hier dann eigentlich rein auf die Wange drauf. Beziehungsweise hier ist es jetzt so, spült von oben auf die Wange drauf. Schöner wäre eigentlich noch, wenn es so... Ja. Dass es halt nicht nochmal durchs ganze Kurbelwellengehäuse gehen muss. Da gibt es auch Motoren, wo es gleich auf die Wangen drauf spült und das Kurbelwellengehäusevolumen extrem klein ist. Ich kenne ja auch Motoren wie bei RS125, wo er theoretisch dann auch nochmal einmal durch den Kolben strömt. Ne? Mhm. Wo quasi der Einlass am Zylinder ist und es durch den Kolben um die Kurbelwelle wieder hochgeht. Ist das besser oder schlechter? Theoretisch kann man sich überschreiten. Also die ganzen Crossmaschinen. Die Experten werden sich jetzt überschreiten. Die Crossmaschinen zum Beispiel, KTM, jegliche Modelle, Husqvarna, die haben alle einen Direktmembran-Einlass ins Kurbelwellengehäuse, wie der Roller jetzt hier auch. Meiner Meinung nach besser. Du kriegst noch mehr Füllung ins Kurbelwellengehäuse rein. So, jetzt, wie tief ist der untere Totpunkt hier? Wie tief geht der Kolben? Geht der genau bis Kante Strömer ran oder fährt er ein bisschen weiter? Der geht noch einen Tick weiter runter, dadurch, dass wir jetzt mehr Hub fahren. Mhm. Das heißt, wäre da theoretisch Potenzial, die Kanäle nach unten aufzumachen oder bringt nichts? Weil bringt nichts. Also kann man sich auch drüber streiten. Ich wollte es sogar erst machen, habe dann nochmal mit ein paar Kollegen gequatscht und bin dann auch zum Entschluss gekommen. Das Kanalfenster wird zwar größer, aber der Querschnitt, der durchsetzt werden kann, wird im Endeffekt doch nicht größer. Plus wir ändern wieder die Spülwinkel, weil am Innenradius vom Zylinder ist ja auch schon ein Winkel vorgegeben, wie der Gasstrom nach oben spült, den würden wir dann auch wieder ändern. Spülradius ist gemeint nach dahin oder quasi am der Zylinderwand lang? Also wir haben jetzt hier im Zylinder den sogenannten Innenradius und Außenradius. Und wenn ich jetzt in der Buchse hier
die nach unten fräsen würde, dann würde ich den Winkel, wie das Gas in den Zylinder einströmt, ändern. Genau. Deswegen lassen wir das so, wie es ist. Ah, okay. So, also dann geht Kolben wieder hoch, es strömt immer noch. Und dann, jetzt kommt nämlich das Krasse, theoretisch würde jetzt gerade jeder sagen, in dem Moment, die Überströmer gehen zu, es kann nichts mehr reinströmen, aber es könnte theoretisch 1:1 aus dem Auspuff wieder rausströmen. Genau. Weil es ja in dem Moment schon verdichtet wird. Nach oben hin ist ja zu, das heißt, irgendwo muss das Volumen hin. Und da kommt dann wieder unser schöner Auspuff ins Spiel, der im Prinzip ein schwingendes System ist, der zum einen das Abgas raussaugt und zugleich das Frischgas, was mit rausgeht, dann wieder zurückdrückt in den Zylinder. Also im Prinzip soll die Resonanzlänge so abgestimmt sein, dass in dem geforderten Drehzahlbereich dann die ganzen Spülverluste noch wieder kurz bevor der Auslass zu ist, mit reingedrückt werden. Und das Altgas muss natürlich draußen bleiben und darf nicht wieder mit reinkommen. Verstehe. Also es strömt definitiv raus. Mhm. Man will aber, dass bevor der Kolben den Auslass wieder zumacht, es wieder reinströmt. Genau. So die Technik eigentlich, ne? Also eigentlich ist es keine Technik, sondern nur halt ein System. Ja. So, und das ermöglicht halt einfach die Sache, dass man wirklich jede Kurbelwellenumdrehung zündet und nicht nur jede zweite. Ja, da gibt es auch viele Richtwerte und Programme, die entwickelt wurden, unter anderem, glaube ich, durch die MotoGP, wo damals noch Zweitakter gefahren wurden, für Berechnung der Auspuffanlagen. Aber zwischen den berechneten Werten und der Realität ist dann doch leider oft noch wieder ein Unterschied. Ja. So, jetzt ist Kolben oben, es wird gezündet und das Programm kennt er ja alles. Was sehen wir jetzt hier? Das sieht ja irgendwann nicht so gut aus, ne? Ja, da sehen wir, dass der Kolben tatsächlich am Zylinderkopf mal guten Tag gesagt hat. Hatte ich beim Zerlegen auch gleich gesehen und daraufhin dann nochmal verbaut und die Quetschkante mal gemessen. Mhm. Die Quetschkante, das ist der Zylinderkopf. Die Quetschkante ist, das kennt ihr vom Viertaktmotor auch, der Bereich im OT, der Spalt zwischen unserem Kolben hier und der Quetschfläche. Mhm. So, und das war nur bei 0,5 mm im kalten Zustand. Warm dehnt sich natürlich alles aus und ja, hat sich dann zu stark ausgedehnt und ist halt oben einmal schön angeschlagen. Ne? Plus Bennys 11.000 Umdrehungen auf dem Prüfstand. Ja. Ich habe gesagt, er soll noch mehr machen. Ist natürlich auch die Auslassseite, wo natürlich die größte Hitze entsteht, dementsprechend auch dann nur dort angeschlagen. Das heißt, es ist tatsächlich so, wenn der Kolben in oberen Totpunkt fährt, küsst er einmal kurz im Rennraum. Ja. Und das wäre nämlich auch wieder der Moment gewesen, wo meine These richtig war. Ein Glück ist der Roller noch im Prüfstand gefahren, weil es hätte auch anders laufen können. Ja. Also ich sag mal, einmal da Landstraße richtig voll stehen lassen, kann das auch schnell... Also ich sag mal, bei Benny auf dem Prüfstand ist natürlich schon Quälerei für so einen kleinen Roller, aber wenn du länger auf der Landstraße da hättest stehen lassen, wäre es schon kritisch geworden, denke ich. So, okay, das können wir in dem Fall relativ einfach beheben, indem du unten eine dünnere Dichtung legst. Eine dickere runter, dass dickere, der Zylinder natürlich weiter hochkommt. Ja. Haben dann allerdings natürlich den Nachteil, dass theoretisch Kompression, Verdichtung ein bisschen weniger wird. Mhm. Ist das schlimm beim Zweitakter oder nicht so kriegsentscheidend? Wird sich nicht groß auswirken, die 0,5 mm, die wir da jetzt unterlegen. Ja. Ah, echt so viel? Also wir müssen wirklich auf 1,0 ungefähr kommen? Genau. Okay. Ja. Zugleich ändern wir dann mit natürlich auch die Steuerzeiten, weil wir den ganzen Zylinder verschieben. Genau, der Zylinder verschiebt sich. Der OT wandert im Prinzip im Zylinder weiter nach unten, weil wir den Zylinder ja weiter hochsetzen. Der Kolben läuft natürlich nicht höher. Das heißt, der Abstand vom OT bis zum Öffnen oder bis zur Kanalkante, sowohl des Auslasskanals als auch der Überströmer, wird geringer. Dementsprechend öffnen die Kanäle früher und sind auch länger offen, dementsprechend. Daher kommen die Steuerzeiten hoch. Ah, ja. Okay. Das heißt, beim Zweitakter kann man durch Unterlegen oder Abdrehen des Zylinders dann auch die Steuerzeiten variieren. Variieren, ne? Ja. Okay, macht Sinn. Also, jetzt nochmal die Kurzfassung. Übertrieben gesagt, wir machen das andersrum, drehen wir um. Dies wäre der Moment, wo der Auslasskanal gerade aufgeht. Jetzt unterlegen wir den Zylinder, das heißt, der Zylinder kommt hoch, das heißt, der Kanal ist in dem Moment schon weiter auf. Kurzfassung. Kann man okay. Hoch. Krass. Das heißt, eigentlich brauchen wir gar nichts neu machen, das lässt du alles so? Ja. Weil sonst sieht das ja eigentlich sogar noch erstaunlich gut aus. Nochmal vernünftig reinigen und dann passt das. Kolbenring Stoßspiel habe ich auch schon überprüft, das sah auch nicht so groß aus. Man hat auch, ich überprüfe das immer, ob die Ringe noch voll tragen, indem ich den gegen das Licht halte mit den Ringen drin. Sah auch gut aus. Das können wir alles so lassen. Und Steuerzeiten, sagst du, sind auch so, dass das wirklich Minimum ist? Ja. Also Minimum haben jetzt im Sinne von, geht nicht mehr, passt ja. Also man kann sicherlich höher machen, beim Roller hat man jetzt natürlich durch die Vario den Vorteil, wir brauchen im Prinzip kein breites Drehzahlband, weil wir stellen die Vario uns so ein, dass wir immer im
perfekten Leistungsbereich halt fahren können. Das sieht beim geschalteten Motor dann wieder anders aus. Hier sehe ich, hier hat auch einer mal drauf geschrieben, Quetschkante 1,2. Ja. War mal, aber ich weiß, Marius und ich haben hier definitiv schon mal einen Zylinder gesteckt, in den Kolben gesteckt, glaube ich, und der Zylinder war beim Eimer neu beim Beschichten. Mhm. Und wer weiß, was wir da so an Dichtung wieder rangesteckt haben. Okay, ja, das heißt eigentlich entspannt. Und dann natürlich komplett von null auf den Prüfstand wieder abschütteln. Mhm. Heißt auch wieder anfangen erst Variomatic, dann theoretisch Motor. Wir müssen jetzt gucken, die Vario hatte Benny ja schon abgestimmt auch auf den Auspuff. Das hat wohl soweit gepasst. Das werde ich aber trotzdem im Drehzahlmesser nochmal überprüfen, ob wir wirklich über den ganzen Geschwindigkeitsbereich in dem einen Drehzahlbereich sind. Das möchten wir im Prinzip haben, dass wirklich die Drehzahl immer gleich ist und unsere Leistung dann über das komplette Geschwindigkeitsband am Höchstpunkt ist, im Optimalfall. Das heißt, da in dem Fall die Variomatik mit steigender Geschwindigkeit auseinandergeht, beziehungsweise zusammengeht, ja. Willst du das jetzt so abstimmen, dass da, wo wir die maximale Leistung haben, wir dauerhaft in dem Bereich fahren? Mhm. Ratter, 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 Auspuff. Woher wissen wir, was die optimale Drehzahl für das Ding ist? Habe ich mit Tobi drüber gequatscht, beziehungsweise der ist wohl ähnlich zu einem Auspuff, den ich auch schon mal bei einem anderen Roller verbaut habe. Und die soll so bei 10,5, 10,7 sein. Und da kommen wir so mit den Steuerzeiten, die wir dann jetzt fahren wollen, ganz gut hin. Okay. 197 Grad am Auslasskanal und 132 Grad an den Überströmern. Ja, also meinerseits hast du zur Not auch die Freigabe 11 zu drehen. Ich bin da nicht so, ich bin da nicht so pingelig. Hauptsache klingt geil am Ende. Okay, ja, ich würde sagen, das war schon mal auf jeden Fall jede Menge Zweitakttechnik. Geil erklärt, definitiv. Ich würde sagen, jetzt wird zusammengebaut und dann geht's schon mal. So, weiter geht's bei Jan mit unserem Roller. Läuft noch. Also ich muss bei so einem Roller einfach immer, ich hoffe, es werden mich nicht einige dafür steinigen für die Aussagen, aber Zweitakter und die Leistung ist halt immer so, jeder, der mal so einen besessen hat, weiß so ein bisschen, was ich meine. Ne? Würdest du hier 20 PS rausmachen, würdest du den ganzen Tag hoch und runter fahren, ohne irgendwas passiert? Ja, aber der Serie fast schon. Hier sind wir ja schon einen Tucken weiter. Ja. Wir holen euch mal einmal ab. Zylinder war ab, Zylinder ist wieder drauf. Mit anderer Fußdichtung. Ja. Eingangsmessung 30,8 PS. So wie Ben ihn hier hingebracht hat, ja. Und jetzt? Beste waren 34,5 am Rad, was ich jetzt gemessen habe. 34,5 am Rad. Das ist schon mal... Schon fast 4 PS gefunden. Ist schon saftig. Ja. Wo hast du die jetzt gefunden? Er war natürlich schon wieder ab, der Zylinder, und wieder drauf. Ja, also wir haben ja letztes Mal schon angesprochen im Prinzip, dass der Kolben ja sowieso oben angeschlagen war, weil die Quetschkante zu klein war. Dementsprechend wollte ich sowieso eine Dichtung unterlegen, was gut passte, weil die Steuerzeiten ein bisschen niedrig waren. Dann konnten wir die gleich mit anheben und gleichzeitig dann noch den Auslasskanal ein bisschen angepasst. Sprich, da waren noch Engstellen drin, die rausgenommen. Eigentlich witzig, dass beim Zweitakter die dicke Fußdichtung, die scharfe Nocke eigentlich ist, so ungefähr, ne? Und die Steuerzeit länger. Genau. Okay, und dann hast du aber auch noch im Auslass was gefunden. Auslass hast du auch noch ein bisschen Feintuning gemacht. Ja, ein bisschen breiter noch gemacht, ausgereizt, alles was geht. Hatten wir auch die Thematik mit den Ringen, die einfedern könnten, angesprochen. Also da wirklich an eine Grenze gegangen, was sich noch vertreten konnte. Das heißt, breiter gemacht, nicht nur den Kanal aufgemacht, sondern richtig das Fenster im Zylinder aufgemacht. Genau, im Zylinder richtig, ganz genau. Okay. Zündung ist alles noch gleich geblieben. Zündung ist noch Serie geblieben, ja. Also wirklich theoretisch bisher nur an Thematik Steuerzeiten gerüttelt. Jo. Dann hattest du noch ein paar Spacer für den Auspuff gemacht, womit du den Auspuff quasi die Birne weiter wegschiebst. Genau. Krümmerlänge variieren, länger machen. Das heißt, wenn die Steuerzeiten zu hoch wären und ich den Auspuff dann wieder mit den Hülsen verlängern würde, dann würde unter Umständen die Leistung nur noch steigen. Das würde mir sagen, dass die Steuerzeiten jetzt zu hoch wären. Ich habe es getestet mit einer erstmal 5 mm Verlängerung, es wurde schlechter, was mir sagt, ich könnte sogar noch höher mit den Steuerzeiten. Was heißt schlechter? Wie viel weniger wird das dann? Ja, es war jetzt im Bandverlauf ein bisschen schlechter, wobei du das bei der Variomatik jetzt immer schlecht deuten kannst. Da müsste man eigentlich eine blockierte Messung machen, um dann wirklich im Leistungsdiagramm sehen zu können, wie sich das jetzt auswirkt. Das ist bei einem Schaltmoppe dann immer schöner zu sehen. Ich hatte jetzt nur hier leider nicht die Möglichkeit, eine blockierte Variomessung zu machen. Ja, das wäre Stage 2 dann. Ja. Das könnte man nochmal machen. Da werden bestimmt einige drunter schreiben, dass man eigentlich ja so nicht misst, sondern halt blockiert. Blockiert, ne? Ja, ja, aber dafür müssen wir uns jetzt erstmal, beziehungsweise Jan, erstmal sich das Ganze angucken, weil Variomatic ist ja für dich eh neu.
Ja, so, das heißt eigentlich schon mal geil, dass du das überhaupt so hier auf deinem Prüfstand etc. alles so hinbekommst. Ja. Weil bei der Simme ist es halt normalerweise so einkuppeln, Vollgas, durchziehen. Halt, ja. Ne? Und okay, das heißt, der Auspuff ist schon sehr gut passend eigentlich zu dem Zylinder. Ja. Aber jetzt habe ich rausgehört, theoretisch bist du noch nicht sicher, ob man die Steuerzeiten nicht noch länger machen muss. Genau. Das heißt, noch könnte man nochmal testen, ja. Wobei, das wird dann halt mit der Dichtung nicht mehr hinkommen, weil sonst die Quetschkante wieder zu groß werden würde. Man möchte ja eigentlich, dass die dann jetzt in dem Bereich bleiben würde. Mhm. Das heißt, ich müsste die Kanäle im Zylinder hochfräsen, was natürlich so dann wieder nicht mehr rückgängig machbar ist. Das heißt, ich könnte dann aber wieder, weil ich ja Dichtung runter hätte, runtersetzen, müsste dann nur den Kopf anpassen, dass dann die Quetschkante wieder stimmt. Mhm. Okay, also dickere Dichtung, dafür halt den Kopf tiefer setzen aber. Richtig. Okay. Thema Zündung ist hier ja, glaube ich, noch Serie drin, ne? Zündung ist Serie, ja. Hat den Nachteil, dass man die Serienzündung nicht so einfach verstellen kann. Und jetzt kommt was, was ich im letzten Video, nach dem letzten Video gelernt habe, das wusste ich so auch nicht. Thema Zündung verstellen beim Zweitakter. Mhm. So, beim Viertakter sagt man ja immer prinzipiell, je früher man zündet, das heißt, wenn man je weiter man zündet, bevor der Kolben hochgeht, je besser ist der Wirkungsgrad. Beim Zweitakter ist es anders. Genau. Das hat was mit der Thematik Abgastemperatur zu tun. Je später das Abgas gezündet wird, oder das Frischgas gezündet wird und zu Abgas wird, so rum, desto weniger Zeit hat es sich, bis zum Auslasskanal abzukühlen, und tendenziell wird der Auspuff dann heißer bleiben. Und eine heißere Temperatur im Auspuff heißt eine höhere Gasgeschwindigkeit, und das heißt dann quasi, dass der Auspuff kürzer wirkt, als er eigentlich ist. So kann man verstehen. Das also das Gleiche haben wir beim Viertakter auch. Mhm. Je später man zündet, je höher ist die Abgastemperatur, weil es da auch genau der gleiche Effekt ist. Aber das würde ja theoretisch bedeuten, wenn ich den Auspuff jetzt thermoisoliere, müsste das theoretisch auch Leistung bringen. Jein. Dass die Wärme so richtig drin bleibt. Das müsste man auch wieder testen. Da gibt es dann verschiedene Bereiche, wo man was drum wickelt, jetzt den ganzen Auspuff einzuwickeln. Nee, also schon wahrscheinlich den vorderen Teil bis zur Birne. Am Diffusor halt zum Beispiel, der Krümmer an sich, das ist von Motor zu Motor wieder unabhängig. Mhm. Da kann man wieder den ganzen Tag am Prüfstand testen, um die optimale Umwicklung einzutesten. Bei manchen bringt es was, ist halt, wie das System an sich schon funktioniert. Ne? Mhm. Ja. Okay, verstehe. Ja, also ich würde sagen... ich würde sagen, wir wollen eine Messung machen. Nee, wir müssen doch erklären, warum wir jetzt noch eine Messung machen. Variomatik. Mhm. So, da ist jetzt so ein bisschen immer bei Messen immer so ein bisschen schwierig. Ja. So, weil ihr müsst jetzt einfach, um das euch nochmal kurz zu erklären, bei einer Variomatik ist es nicht so. Eigentlich wollen wir ja bei einer Leistungsmessung den kompletten Drehzahlbereich abfahren. Genau. Das heißt, wir wollen danach eine schöne Kurve haben von 6.000 bis 10.000. Was an Leistung ansteht. Mhm. Jetzt ist aber bei der Variomatik so, dass die ja leider nicht geschlossen übersetzt ist, sondern die ganze Zeit die Übersetzung variiert. Ja. Und somit eigentlich Geschwindigkeit zu Drehzahl nicht linear ist, sondern variiert. Mhm. So, das heißt, der beste Motor der Welt ist nichts wert, wenn die Variomatik nicht funktioniert, weil er im falschen Drehzahlbereich fährt und gar nicht da fährt, wo er eigentlich fahren soll. Ja. Das heißt, man muss immer zeitgleich passend dazu auch die Variomatik anpassen, weil es kann sein, dass er gar nicht in seine Drehzahl reinkommt, und so weiter. Mhm. So, hier ist es jetzt in dem Fall so. So, wir haben unten haben wir die Geschwindigkeit und nach hier in die Leistung. Ja, die Radleistung, ja. So. Man sieht jetzt hier am Anfang bei 40 ungefähr, oder bei kurz 40 gehe ich in die Messung rein. Leistung steigt sprunghaft an auf ungefähr hier im Bereich 27, 28 PS. Und dann haben wir hier so ein kleines Dach drinne. Und dann steigt die Leistung nochmal an, sodass wir dann bei 95 km/h ungefähr in der Spitze mal die 34,5 PS hatten. Mhm. So, jetzt fragt man sich halt, warum das so ist, weil im perfekten Fall, wenn die Vario hundertprozentig abgestimmt ist, dann würden wir halt hier direkt hochgehen und hier vorne gleich die 35 PS haben und die wirklich dann über das gesamte Geschwindigkeitsband anliegen haben. Mhm. Und da möchten wir jetzt ganz gerne hin. So, und dann ist halt immer die Thematik, was mache ich jetzt mit den Variomatikgewichten? Tendenziell, wenn du leichter gehst, dann je leichter die Gewichte sind, desto geringer ist die Fliehkraft auf die Gewichte. Das heißt, sie gehen langsamer auseinander. Schwerere Gewichte, mehr Massenträgheit, geht schneller auseinander. Mhm. Das heißt, wenn die Vario schneller aufgeht, geht die Übersetzung schneller ins Längere. Das heißt, die Drehzahl könnte unter Umständen, wenn die Kraft fehlt vom Motor, zusammenfallen. Mhm. Hier ist es jetzt so, wenn man sich mal das Diagramm anguckt mit der
Messzeit zur Drehzahl, dass die Drehzahl quasi ab Sekunde 1 in der Messung bei 11.000 ist und dann hier runterfällt auf 10,5 und das ist ungefähr da auch die Drehzahl, wo wir dann die meiste Leistung haben. Okay, das, ich glaube, da, hier kann man es noch viel, viel besser erklären. Ja. Wenn wir hier jetzt gerade gucken, ist, du reißt den Hahn auf und hast theoretisch sofort deine Nenndrehzahl von 10,5. Aber wenn du jetzt nochmal zurückgehst, hast du bei dieser Nenndrehzahl hinten am Rad nicht die eigentliche Leistung, die du haben willst. Genau, und das sehe ich daran, weil wenn ich die Maximalleistung haben wir, und jetzt hier zeigt das wieder nicht an, dann müsste ich in das andere Diagramm gehen. Mhm. Das sieht jetzt ein bisschen wild aus, weil wir im Prinzip in diesem Drehzahlbereich hier vorne bis, keine Ahnung, 10.000 nur ganz kurz sind beim Gas aufreißen. Mhm. Eigentlich spielt sich dann ja alles hier hinten ab und da sieht man halt, dass die Maximalleistung hier bei knapp was über 10.500 Umdrehungen anliegt. Mhm. Und wenn wir jetzt zurückschwenken in unser Zeitdrehzahldiagramm, dann sehen wir, dass wir am Anfang der Messung über 11.000 liegen, irgendwo bei 11.100 Umdrehungen oder so. Mhm. So, das heißt, diese Leistung oder in diesem Drehzahlbereich fällt unsere Leistung schon wieder ab. Eigentlich bei einem Moped mit feste Übersetzung wird man das dann halt hinten raus sehen, dass die Leistungskurve dann abfällt nach der Maximal- oder nach der Leistungsdrehzahl. Und hier bei uns ist es jetzt halt so, dass im Diagramm hier vorne die Leistung dann quasi noch niedrig ist, weil die schon wieder abfällt, weil wir halt über unserer Leistungsdrehzahl sind. Und erst wo dann über die Variable die Drehzahl wieder abfällt, steigt sich hier halt die Leistung an. Mhm. Und hinten raus fällt sie wieder ab, weil wir da irgendwie noch einen komischen Zusammenbruch haben, dass die Drehzahl nochmal abfällt, wo ich auch noch nicht weiß, warum das so ist. Das könnte eventuell daran liegen, dass die Zündung das nicht kann, die Originale. Mhm. Das weiß ich aber auch noch nicht. Das hat man ja bei Benni auch schon so ein bisschen, genau, die Vermutung. Ja. Okay, das heißt aber nochmal für die Zuschauer, in diesem Bereich bist du der Meinung, dass die leichten Gewichte nicht hinterherkommen von der Variomatik. Also du reißt schlagartig auf, 11.000 Umdrehungen, aber die Übersetzung wird nicht länger, schnell genug lang. Ja, ganz genau. Das heißt längere Gewichte, die in dem Moment auf der hohen Drehzahl mehr Kraft haben, um die Übersetzung gleich lang zu machen. Ja. Das heißt, wenn alles gut läuft, wir haben es noch nicht gemessen, machen wir jetzt eine Messung und die Kurve wird immerhin ein bisschen mehr in die Richtung. Ja. Wir haben jetzt erstmal wahrscheinlich zu schwere Gewichte drin, aber um erstmal zu gucken, in größeren Sprüngen, da sieht man halt mehr, wohin es sich entwickelt, als wenn ihr jetzt nur 0,5 Gramm die Gewichte schwerer machen würde. Also man spricht hier schon im 0, Gramm Bereich, was halt Änderungen mit sich bringt. Das heißt, vorher waren wie viel Gramm drin? So 9,5 ungefähr. Mhm. Und jetzt? 13,5. 13, okay. Ja. Also schon deutlich. Deutlich mehr. Ich bin echt gespannt, was die Kommentare am Ende so hergeben, weil da werden bestimmt jetzt, für uns ist das ja schon, ich meine, klar, du hast viel Erfahrung mit Zweitaktern, Simson und so weiter, aber es ist ja für uns jetzt schon so ein bisschen probieren hier. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und es wird ja ein paar geben, die sowas, ich sag jetzt mal professionell, gewerblich und so weiter machen, die jetzt ganz genau wissen, dies, das, jenes, so wie du es halt bei Simson wissen würdest. Mhm. Ne? Aber genau deswegen haben wir euch, wir testen das einfach mal und zeigen euch das jetzt. Also das Geräusch und Geruch zaubert mir auf jeden Fall immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Ne? Ja, ist immer cool. Irgendwie immer wieder geil, wenn man so denkt, weil man hört es einfach heutzutage gar nicht mehr. Ne? Und dann ist es so ein Zweitakter, vor allem der klingt ja mittlerweile auch so richtig, also kraftvoll. Weißt du, das ist nicht mehr nur so blechern, ein 50er oder 70er oder 80er, sondern richtig, richtig Zunder hinter. So, und was sagst du aus dem Bauch heraus? Anders als letztes Mal würde ich sagen, ob es besser ist. Ja, ich glaube, die Drehzahl war niedriger auf jeden Fall. Mhm. Aber wie man auch gehört hat, dass er am Ende wieder so zusammenbricht, so ein bisschen. Ne? Mhm. Ja, da sieht man jetzt, dass es auf jeden Fall schlechter ist als beim letzten Mal. Das heißt, wir reden jetzt von der blauen Kurve hier. Ich mache mal hier die anderen Kurven raus, dann sieht man es ein bisschen besser. Das war jetzt vom letzten Mal die beste Messung. Jetzt haben wir nur die schwereren Rollen im Prinzip reingemacht. Mhm. Und jetzt sieht man halt, dass es viel schlechter ist die ganze Zeit. Wobei witzig ist halt, dass der Verlauf schon ähnlich ist, ne? Ja, genau. Das ist halt hier, wo er einmal zusammenbricht hinten raus und dann sich wieder fängt. Jetzt würde ich halt mir nochmal den Zeitdrehzahlverlauf einmal erstellen, um zu gucken, wie wir jetzt mit unserer Drehzahl über die Messdauer liegen. Okay, das heißt, wir sind jetzt viel zu niedrig mit unserer Drehzahl, was erklärt, warum wir keine Leistung haben.
Wir sind jetzt gar nicht höher gekommen als unsere 9000 maximal hier. Das heißt, unsere Gewichte sind jetzt definitiv zu schwer. Müssen leichter gehen. Viel zu schwer, ne? Ja. Aber was halt krass immer wieder ist, guck mal, 1000 Umdrehungen oder meinetwegen 2000 Umdrehungen machen bei dem Ding halt 10 PS aus, ne? Das heißt, jetzt Gewichte in der Mitte. Ja, sehr schwer gegangen. Wir würden jetzt Mittelwert mal reinmachen und gucken, wie es sich da verhält. Ja. Also wir erklären noch mal einmal kurz, was eben gerade passiert ist. Wir haben gemessen die Drehzahl auf der Kurbelwelle. Das heißt, die Drehzahl von diesem Teil hier. Passend dazu, also falsch, das heißt, wir wissen, dass dieses Teil bei der ersten Messung 11.000 Umdrehungen hatte. Mhm. Die Übersetzung aber nicht schnell genug lang geworden ist. Warum wird die Übersetzung lang? Weil diese Rollen durch die Fliehkraft gehen die nach außen und da drin ist eine Rampe. Sieht man hier? Wo? Oh, das war ja wieder Glücksgriff. Zack. Werden einfach durch die Fliehkraft nach außen gedrückt, wandern hier rüber und in dem Moment drückt sich dieses Teil einfach nur auseinander. Mhm. Und dadurch, dass es sich auseinander drückt... Ja, man müsste jetzt im Prinzip hier gegenüber haben wir dann eine fest auf der Welle sitzende Steigscheibe oder Riemenscheibe. Und dadurch, dass die hier weiter zusammengeht zu der Riemenscheibe, läuft, geht der Riemen halt weiter nach oben. Und das ist dann ja wie vorne ein größeres Ritzel, wie man es vom Fahrrad kennt zum Beispiel. Je größer vorne, desto schneller kannst du fahren. Das heißt, wenn die Rollen ganz drin sind, läuft der Riemen hier, kurze Übersetzung. Mhm. Und durch die Fliehkraft wird dieses hier immer weiter zusammengeschoben und der Riemen wird gezwungen, nach außen zu gehen. Das ist die eigentliche Variomatik. Dass das Ganze hier so ein bisschen schwergängiger drin geht, ist normal. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, habe ich mir so sagen lassen, dass es nicht schlimm ist. Das ein bisschen. Aber ich könnte mir vorstellen. Ja, du verkanntest das jetzt halt so ein bisschen, ne? Wenn das nicht in der Mitte noch geführt ist mit der Hülse und so. Mhm. Weil der sitzt ja hier fest mit der Verzahnung auf der Welle und hier sitzt dann noch eine Hülse drin und dann gleitet das da so. So, wir wollten jetzt Folgendes. Wir betrachten das Ganze statisch. Das Ding hat 11.000 Umdrehungen. Das heißt, wenn wir die Gewichte höher, also schwerer machen, haben die Gewichte mehr Kraft, den Riemen schneller nach außen zu drücken. Durch die Fliehkraft. Ja. Jetzt war es allerdings in dem Fall so, dass sie so viel Kraft haben, dass sie die Übersetzung so schnell lang gemacht haben, dass der Motor gar nicht mehr rausgedreht hat. Ähnlich wie wenn ihr mit der Simson berghoch fahrt gegenüber Normalfahren. Mhm. So, das heißt, jetzt haben wir ein Zwischengewicht reingemacht und messen das Ganze einfach nochmal und gucken mal, wie es dann aussieht. Messung gemacht, mit den Gewichten leichter geworden. Hier vorne haben wir jetzt ein bisschen besser hinbekommen, diesen Einbruch haben wir wegbekommen. Allerdings fehlt jetzt ein wenig an Leistung und der fällt hinten raus schneller ab. Dann müssen wir jetzt als nächstes checken, woran das liegt und uns wieder das Diagramm Messdauer Drehzahl angucken. Um zu gucken, wie jetzt die Drehzahl in der Messung sich verhalten hat. Okay, jetzt sind wir mit der Drehzahl höher. Jetzt sind wir bei 10,4 oder 10.400 Umdrehungen am Start und fallen dann ab. Das heißt, wir sind mit der Drehzahl noch zu niedrig und müssen noch wieder leichter mit den Gewichten. Das heißt, sind noch zu schwer jetzt. Mhm. Machen wir einmal ein paar weg. Mach ich. Und ändere die Farbe nochmal. Blau war mit den schweren Gewichten die erste Messung heute, grün ist jetzt und rot war bisher meine leistungsstärkste Messung, allerdings mit dem Einbruch vorne, den ich ja ganz gerne wegbekommen wollte. Okay, was jetzt allerdings interessant ist, ist der Einbruch ist weg, obwohl die Drehzahl niedriger ist, ne? Mhm. Ja, ich passe die Farbe auch nochmal eben an. Das heißt, ich glaube, wir sind, was jetzt die in Anführungsstrichen niedrigere Drehzahl angeht, schon ganz gut jetzt bei unserer eigentlichen Nennendrehzahl, die man so haben will, oder nicht? Jo. Ja, man müsste jetzt vermutlich noch einen Ticken leichter gehen. Weil wir von der Drehzahl noch ein
Tick zu niedrig sind, weil ich glaube, wir hatten die Maximalleistung, wenn wir nochmal in dieses Diagramm gehen, das war ja das hier, die hatten wir bei 10,6. Und jetzt waren wir gerade, bei uns hatten wir maximal Drehzahl hier von 10,4. Und das sind jetzt wahrscheinlich diese 2 PS, die dann wirklich in den 200 bis 300 Umdrehungen mehr dann nochmal kommen letztendlich. Ne? Mhm. Ja. Also müssen wir die Gewichte doch noch wieder leichter machen. Und als wir. Was denkst du, der Einbruch oben raus? Kann ich mir nicht erklären, warum der bei jeder Kurve hier zusammenbricht und mit zunehmender Messzeit dann, ja. Es fühlt sich so an, als würde irgendwie die ganze Zeit die Kupplung rutschen und dann hinten raus fällt es ab. Also das die, aber dann hätten wir ja keine Leistung. Mhm. Weil es fällt ja sowohl die Drehzahl als auch die Leistung ab. Ja, wir fallen drehzahlmäßig auf jeden Fall auf 9,5. Mhm. So. Zeig noch einmal die Leistung dazu. Ja. So, und die geht halt schon massiv hinten runter, ne? Ja, die geht jetzt gerade massiv runter. Ja. Und bei unserer roten Kurve war es ja halt so, dass wir hinten raus mit der Drehzahl noch über 10.000 waren und dann sogar wieder angestiegen sind auf ja, 10,4 oder 10,5. Und da sehen wir auch hier, dass er dann hinten raus nochmal diesen an Leistung dazu gewonnen hat, weil er nochmal mit der Drehzahl hochgegangen ist. Das heißt, wir müssen schon kontinuierlich bei 10,6 am besten sein, dass er wirklich dieses Dings hier, dass er die Leistung über die gesamte Geschwindigkeit durchziehen würde. Was aber jetzt theoretisch, wir kriegen es denke ich nicht hin, also irgendwas muss hier noch nicht stimmen, dass hinten raus einmal die Drehzahl abfällt und danach wieder steigt. Kann ich mir nicht erklären, warum das so ist. Und das hier hinten, ah ne, es ist ja passend zur Geschwindigkeit. Ja. Also sie muss ja definitiv, ich wollte gerade sagen, ob es vielleicht daran liegt, dass das eigentlich schon nach der Messung ist, so. Nee. Mit Gas oder so, aber es ist ja definitiv während der Messung. Ja. Ja, also auf jeden Fall krass, wie sensibel das Ding reagiert auf ein bisschen Drehzahlunterschied. Ja. Ich würde mal vorschlagen, wir gucken mal, wir lassen jetzt Teil 1 auf jeden Fall hier erstmal zu Ende gehen, weil dann können wir nämlich mal ein bisschen eure Meinung in den Kommentaren vielleicht lesen. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sich mit Thema Variomatik noch umso besser auskennt. Vielleicht gibt es auch unter euch jemanden, der die passenden Teile dafür hat, dass man die doch einmal starr macht. Ja, also ich würde schon ganz gerne mal eine starre Messung machen oder beziehungsweise die Möglichkeit haben, weil dann kann ich besser testen, sei es Zündzeitpunkt, sei es nochmal Steuerzeiten, verlängerten Ausrufe etc. Das wäre schon cool. Also wenn da einer was hat. Genau, es gibt bestimmt die Variante auch, sonst müssen wir mal gucken, dass man sie einfach starr macht, festschweißen, ja, wie auch immer. Ja. Oder Hülsen dazwischen legen ist das gängige. Gibt es bestimmt, ja, bestimmt Mittel und Wege, aber ja, ist auf jeden Fall, sind halt leider zu viele Faktoren immer auf einmal bei dieser Variomatik. Ne? Ja. Es ist sowohl Drehzahlverlauf als auch, ich würde auf jeden Fall gerne eine andere Zündung bestellen. Nicht, dass die irgendwie das war schon gibt. Meine Vermutung so ein bisschen, weil er halt hinten raus zusammenbricht und dann sich wieder fängt, ob das eventuell noch an der Zündung liegen könnte. Genau, das würde ich auf jeden Fall mal testen mit einer stärkeren. Jetzt überlege ich gerade, wie würde sich das mit der Fliehkraftkupplung hinten verhalten, wenn die irgendwie anfängt zu rutschen. Dann müsste ja theoretisch die, ja, wobei doch die Geschwindigkeit würde in dem Moment ja schon linear bleiben, aber die Drehzahl würde dementsprechend auch hoch und runter gehen. Ne? Naja. Wie war der Drehzahlverlauf jetzt hier? Man kann sich noch einmal. Mhm. Ja, aber der ist eigentlich relativ... Ja gut, der fällt hinten raus ab, das ist halt das, was wir noch nicht wissen, woran es liegt, und dann fängt er sich hinten raus wieder so ein bisschen, ne? Mhm. Aber das kann ich noch nicht so richtig deuten oder keine Ahnung, woran es liegt, muss ich sagen, also weiß ich nicht, noch nicht. Okay, ich würde sagen, noch ist alles ganz. Wir arbeiten dran, dass das Ding auf jeden Fall noch kraftvoller wird und vor allen Dingen viel, viel fahrbarer wird. Weil das wird jetzt ja so eine typische Sache sein mit diesem Mehrplateau. Wenn du jetzt auf der Straße fährst und aufreißt, ist das ja genau der Moment, wo die Leistung dann in dem Moment kommt. Ne? Bin gespannt, was in den Kommentaren steht. Gibt alles. Und im nächsten Video würde ich sagen, machen wir dann passend weiter mit neuer Zündung. Eine Zündung, die loggen kann oder so, gibt es hier nicht, ne? Was meinst du jetzt loggen? Ja, irgendwie sowas. Oder so generell Drehzahl mit loggen kann. Mhm. So, dass man da nochmal einen zweiten Wert hat. Ist mir nicht bekannt. Ja. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.